Wir sind heute in Japan, wo die Roboterforschung inzwischen schon sehr weit vorangeschritten ist. Das hier ist Pepper und die Mitarbeiter hier in diesem Handyshop können entspannen, denn der kleine Roboter übernimmt die Kundenberatung. Bald schon planen Peppers Hersteller nicht nur die ganze Welt des Shoppings zu verändern, nein, es soll einen Roboter für alle geben. Einsetzbar etwa als Babysitter, Diener oder auch als Krankenschwester oder gar für chirurgische Eingriffe. Pepper zumindest ist im Herzen seiner CPU eher ein Entertainer. Ja, er unterhält uns und das gibt uns als Kunden ein gutes Gefühl. Wenn Roboter allerdings zu fortschrittlich werden, könnte das auch ein wenig unheimlich sein. Und sollte Pepper einmal seinen Job im Handyshop verlieren, kann er ja immer noch eine Karriere als Tänzer anstreben.